Ja, vielen Dank, ja, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Schön, dass Sie auch heute den Weg wieder zu uns gefunden haben. Der Einsatz des heutigen Tages ist das Ergebnis erfolgreicher europäischer Zusammenarbeit von verschiedenen nationalen Ermittlungsbehörden und europäischen Institutionen. Dazu zählen hier, und das möchte ich gerne im Einzelnen aufführen, weil mir dieses Zusammenspiel sehr wichtig ist, die Staatsanwaltschaften für NRW, die Zentralstelle und Ansprechstelle für die Verfolgung organisierter Straftaten, vertreten durch Herrn Sterzl. Herr Sterzl, herzlich willkommen im LKA, freue mich, dass Sie hier sind. Die Landeskriminalämter Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und natürlich Nordrhein-Westfalen. Das Bundeskriminalamt, die Staaten Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und natürlich Italien. Und nicht zuletzt Europol und Eurojust. Dieser staatenübergreifende Verfahrenskomplex zeigt wieder mal deutlich, dass Ausdauer und Geduld sowie vertrauensvolles und insbesondere internationales Zusammenwirken von Sicherheitsbehörden das Erfolgsrezept, ich wiederhole das immer wieder gerne, das Erfolgsrezept gegen internationale organisierte Kriminalität sind. Ich gratuliere in diesem Kontext allen nationalen und internationalen Beteiligten zu der alleine schon hervorragenden Koordination der Ermittlungen über ein bisschen mehr als 3 Jahre und vor allem auch des heutigen Einsatzes. Alleine das ist schon eine Herausforderung, wie Sie sich alle vorstellen können. Ausgangspunkt der seit über 3 Jahren andauernden Ermittlungen waren Hinweise der italienischen Strafverfolgungsbehörden zu Straftaten im Zusammenhang mit der italienischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Aus diesen Hinweisen haben wir in akribischer Arbeit gemeinsam mit allen Beteiligten mit viel kriminalistischem Gespür diesen Erfolg erzielen können. Ein großer Schlag gegen tragende Mitglieder dieser großen Organisation. Dennoch, und auch das ist mir wichtig zu betonen, geht weiterhin eine Bedrohung von dieser einflussreichen und gefährlichen Gruppe aus. Dessen sind wir uns bewusst und wir bleiben dran. Wir haben einen langen Atem und vor allem einen langen internationalen Arm. Genau das haben wir mit dem heutigen Tage eindrucksvoll bewiesen und wir können zu Recht stolz drauf sein. Herr Minister, Sie haben das Wort. Ich kann da nahtlos anschließen, meine Damen und Herren. Bedanke mich auch, dass Sie gekommen sind. In den frühen Morgenstunden ist dem Landeskriminalamt zusammen mit der CEOS ein erfolgreicher Schlag gegen die italienische Mafia gelungen. Das ist die Überschrift. Und zwar gegen eine der einflussreichsten und gefährlichsten dieser kriminellen Gruppen, nämlich gegen Mitglieder der europaweit agierenden Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden mehr als 50 Objekte durchsucht, 18 Personen wurden festgenommen. Es wurden Büros, Geschäfte, Häuser, Wohnungen durchsucht, unter anderem in den Städten Bedburg, Bergisch Gladbach und Siegen. Einsatz, wie schon von Herrn Wünsch gerade vorgetragen, war europaweit abgestimmt, unter anderem mit Interpol, Europol, der Europäischen Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, Eurojust. Und aufgrund oder Hintergrund dieses Einsatzes ist ein Verfahren, das bereits seit knapp 3 Jahren geführt wird und sich alleine in Nordrhein-Westfalen gegen mehr als 30 Beschuldigte richtet. Den Tatverdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, Mitgliedschaft und Unterstützung der kriminellen Vereinigung 'Ndrangheta in NRW und im Ausland, Geldwäsche, Rauschgifthandel von mindestens 1,5 Tonnen quer durch Europa. Insgesamt waren rund 500 Einsatzkräfte aus NRW beteiligt, darunter Einsatzhundertschaften, Spezialeinheiten, Diensthundeführer. Die Ermittler der CEOS NRW hatten gegen 16 Tatverdächtige Haftbefehle erwirkt. Zusätzlich wurden 2 europäische Haftbefehle vollstreckt. Die Beschuldigten konnten unter anderem in Bergisch Gladbach, in Castrop-Rauxel, in Hagen, in Hattingen, in Siegen, Velbert, Wuppertal festgenommen werden. Durchsuchungs- und Festnahmeeinsätze gab es zudem in mehreren Bundesländern und im europäischen Ausland. Es wurde allein in Nordrhein-Westfalen umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter 163 IT-Asservate, 1 Kilogramm Marihuana, Cannabispflanzen, Munition. Außerdem Vermögenswerte in Höhe von 816.000 Euro sowie mehrere Fahrzeuge,
darunter ein Foodtruck und ein Kettenbagger. Die Auswertung dauert noch an, also ist nicht abgeschlossen. Herr Münch hat ja eben schon mal gesagt, Ermittlungen heißt Geduld haben. Siegen ist nicht Santa Luca. Doch obwohl es hier weniger heiß ist, verkauft sich Eis auch bei uns ganz gut. Was wir allerdings nicht dulden, ist, wenn eine Eisdiele eigentlich eine Geldwaschanlage ist. Losgelöst von der besagten Eisdiele steht der Hauptbeschuldigte in unserem NRW-Verfahren im Verdacht, den Schmuggel von Kokain im Tonnenbereich organisiert zu haben. Für denjenigen, der hier illegale Geschäftsfelder baggert, Drogen schmuggelt, Geld wäscht, für den wird es dann nicht mehr warm, sondern frostig. Dass wir den Kampf gegen Clankriminelle seit Jahren entschlossen führen, wissen Sie, Nulltoleranz, Nadelstiche. Aber das soll nicht davon ablenken, dass wir auch die italienische Mafia im Visier haben, denn die treibt genauso ihr Unwesen auf unseren Straßen. Der Unterschied ist Clans, Protzen und Prollen. Mafia sitzt eher in Hinterzimmern und nutzt Eisdielen, Restaurants, Bauunternehmen als vermeintlich legale Fassaden, unter anderem um Geld zu waschen. Geld, das mit illegalen Geschäften wie beispielsweise im Grauschgifthandel verdient wurde. Und dabei reden wir nicht von kleinen, sondern von sehr großen Summen. NRW ist leider ein allzu gutes Betätigungsfeld. Hier gibt es nämlich eine starke Wirtschaft, eine leistungsfähige Infrastruktur. Das nutzen leider auch Kriminelle für ihre Investitionen. Und man ist schnell in Niederlangen, also Kurzwege nach Rotterdam, Antwerpen, da, wo das Kokain ankommt. Aber wie Sie sehen, wir können stören. Wir ziehen sie aus dem Verkehr, die sich die Hände schmutzig machen und die sich dabei nur den Profit einstecken. Wir besuchen diese Kriminellen in ihren Hinterzimmern, holen sie aus ihren mafiösen Parallelwelten und geben ihnen eine neue, vergitterte Bleibe. Das haben wir heute Morgen gesehen und deswegen ist das Wichtigste, warum ich aus dem Parlament eben auch rübergekommen bin, dass ich mich bei allen Beteiligten bedanke, bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des LKA, genauso bei den Kolleginnen und Kollegen von CEUS, auch bei all den anderen, die international zusammengearbeitet haben, denn das zeigt, Ermittlung braucht Geduld, Zusammenarbeit und weit über Landesgrenzen hinaus. Das war eine verdammt gute Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Ich bin ein bisschen am Sprung. Es kann sein, dass ich ein bisschen früher weggehe, weil ich gleich einen Redebeitrag habe. Ich sage es nur vorsichtshalber. Aber vielleicht reden die auch so lange im Landtag, dass ich das hier ordentlich zu Ende bringen kann. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich im Namen meiner Ermittlungskommission hier begrüßen. Ich möchte das noch mal unterstreichen, was meine Vorredner gesagt haben. Das Produkt des heutigen Tages ist ein Produkt der vertrauensvollen, intensiven internationalen Zusammenarbeit. Und Ausdruck dieser Zusammenarbeit ist auch die Genese des Verfahrens. Wenn Sie sich fragen, wie der Verfahrensname ins Leben gerufen worden ist, Eureka, der Ausspruch von Archimedes, ein Freudenausspruch, den man durchaus übersetzen kann, ich habe es gesehen, der entstammt der Feder eines belgischen Kollegen. Dieser belgische Kollege hatte sich zum Ziel gemacht, mit seiner Kommission im Raum Genk das Unsichtbare sichtbar zu machen. Das Unsichtbare hier, die Drangheta, die in dieser Stadt wirkt, in dieser Region wirkt und, so die Ermittlungshypothese, und mehrfach bewiesen, für den internationalen Rauschgifthandel verantwortlich zeichnet. Die Kommission der föderalen Polizei in Belgien war erfolgreich und hat tatsächlich ein befreundetes, respektive verwandtschaftliches Paar, zwei Männer, identifiziert, die tatsächlich Kokain im großen Umfang aus Südamerika importiert haben. Man stellte dann im Umfeld dieser Person in Belgien einen italienischen Staatsangehörigen fest, der aus San Luca angereist war und, so berichten es die belgischen Kolleginnen und Kollegen, Geld mitgebracht hat. Das Geld hatte er von Drinen, drangetistischen Familien, eingesammelt, damit es für den internationalen Kokainmarkt zur Verfügung steht. Und der Kollege, diese Kommission, hatte sich zur Aufgabe gemacht, diese Informationen zu teilen. Und sie haben diese Informationen geteilt mit unseren italienischen Partnern, von der Ros Carabinieri, und unsere italienischen Freunde haben aufgrund dieser Informationen ein Verfahren aufgebaut gegen Mitglieder oder vermeintliche Mitglieder der 'Ndrangheta. Und die Ermittlungen unserer italienischen Partner haben letztendlich dazu geführt,
dass das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ebenso ein Stück von diesem Informationskuchen abbekommen hat und in Ermittlungen einsteigen durfte. Der Sachverhalt dahinter ist und bleibt eine kurzzeitige Observation, eine sehr ergiebige Observation, nämlich des Geldeintreibers, so wenn ich das mal sagen darf, der vorher in Genk festgestellt worden ist. Kurz vor Weihnachten ist diese Person von den italienischen Strafverfolgungsbehörden observiert worden. Ich darf ruhig sagen, dass dieser Tag für diese Person einen planabweichenden Verlauf genommen hat. Er musste nämlich zwei Damen in Empfang nehmen. Zwei Damen, die kurz vor Weihnachten mit einem SUV, mit Wuppertaler Kennzeichen, sich auf den Weg nach Kalabrien gemacht hatten. Dieses Fahrzeug blieb dann aufgrund einer Panne in Lamezia Terme liegen. Es gab dann durchaus hektische und ungeplante Bewegungen der Zielperson. Sie hat sich dann um die beiden Damen gekümmert, um das Abschleppen des Fahrzeuges und organisiert, dass die beiden Damen einen Rückflug nach Deutschland erhalten haben. Dieses Fahrzeug ist dann bis Februar 2020 tatsächlich in Lamezia Terme geblieben und wurde repariert und dann wieder von der Tätergruppe abgeholt. Diese beiden Damen gerieten dann später auch in den Fokus der Ermittlungen, weil die italienischen Strafverfolgungsbehörden festgestellt haben, dass diese Damen gesteuert werden von einem Rädelsführer der kriminellen Vereinigung, also dem Kopf der kriminellen Vereinigung der Deutschen. Der hat dafür gesorgt, dass die Damen nach Lamezia Terme gereist und hat die Reise organisiert und ständig Kontakt mit italienischen Staatsangehörigen gehabt. Und genau diese Informationen haben die italienischen Strafverfolgungsbehörden mit uns geteilt. Und diese Informationen führten dann zur Aufnahme der Ermittlungen hier durch das Landeskriminalamt. Das Projekt konnte das Landeskriminalamt nicht allein stemmen. Deswegen ist es hier Zeit, den Behörden Dank zu sagen, die uns unterstützt haben. Der Dank geht nach Recklinghausen, nach Dortmund, nach Hagen, nach Wuppertal. Aus diesen Behörden haben wir Unterstützung, persönliche Unterstützung und fachliche Unterstützung bekommen während der ganzen Ermittlungszeit. Wir haben dann hier die Ermittlungskommission Oreca aufgebaut, den Namen des belgischen Kollegen übernommen und gemeinsam mit belgischen Kollegen und den italienischen Kollegen zusammengearbeitet. Zum Team sind dann dazugestoßen das Landeskriminalamt in Bayern, das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt im Saarland, weil die italienischen Strafverfolgungsbehörden auch mit diesen Ämtern Informationen geteilt haben. Und diese Melange ist dann im Rahmen eines Schritt aufgestiegen, sodass wir hier gemeinsame Ermittlungen aufgenommen haben. Zu dieser deutschen Tätergruppe wird gleich Herr Sterzel weiter ausführen. Ich werde jetzt einen Schwenk machen zu dem italienischen Komplex dieser Kommission Eureka, weil die italienischen Strafverfolgungsbehörden nicht nur festgestellt haben, dass der Geldeintreiber, der Geldhalter von mehreren drangetistischen Familien die Damen abgeholt haben, sondern er konnte auch was aus seinem Leben berichten. Er hat den Damen berichtet, dass er Inhaber eines Eiscafés in Siegen sei. Im Eiscafé in Siegen würde die Familie arbeiten, aber, so seine Aussage, es wäre sein Eiscafé. Und mit diesen Informationen und begleitet durch die gute Auswertung des Bundeskriminalamtes haben wir die Spur zu diesem Eiscafé aufgenommen. Es war das Eiscafé, was heute in den Morgenstunden ab 4 Uhr in Siegen durchsucht worden ist. Was haben wir festgestellt in diesem Eiscafé? Wir haben festgestellt, dass dort italienische Staatsangehörige arbeiten, Gesellschafter sind und Geschäftsführer, die alle aus Locri stammen, aus Kalabrien. Wir haben weiterhin festgestellt, dass diese Personen miteinander verwandt sind. Und insofern verwandt, dass es zwischen diesen Personen auf der Ebene von Hochzeiten im Rahmen der Schwägerschaft Verbindung gegeben hat. Und wir konnten feststellen, dass in der Biografie dieser Person, im Stammbaum, immer wieder Personen aufgetreten sind, die der Drangheta nahegestanden haben. So ist einer zum Beispiel ein Enkel eines Clanführers aus San Luca. Der andere Angestellte ist der Sohn einer Person, die aber im Massaker in San Luca ums Leben gekommen ist. Der nächste, der hier entsprechend aktiv gewesen ist und auch der Investor im Eiscafé war, ist verwandt mit einer Dame, die 2006 beim Weihnachtsmassaker, beim sogenannten in San Luca, ermordet worden ist. Das macht hellhörig als Ermittler,
wenn solche Personen sich kumuliert an einem Ort befinden und es war Zeit, das Geschäftsgebaren dieses Eiscafés genau unter die Lupe zu nehmen. Man muss dieses Geschäftsgebaren allerdings besonders in Fokus nehmen, weil es eigentlich das tägliche Leben abbildet, das tägliche Leben eines Gewerbetreibenden, so wie man es überall in Deutschland sieht. Das allein ist keine Straftat, das allein macht diese Person nicht verdächtig. Wenn man die Straftaten herausarbeiten will, die im Fokus stehen, dann muss man sich mit dem Phänomen Drangheta beschäftigen und das haben wir in dieser Kommission intensiv gemacht, aufbauend auf den Erkenntnissen aus umfangreichen Ermittlungsverfahren, die andere Staatsanwaltschaften hier in Nordrhein-Westfalen bereits geführt haben, haben wir uns diesem Phänomen genähert und durften bei dieser Annäherung Folgendes feststellen. Wir durften feststellen, dass Restaurants und Eiscafés von Drangheta betrieben durchaus neben der Geldwäsche eine andere Aufgabe haben, nämlich die Aufgabe, ein strategischer Stützpunkt zu sein. So mussten wir feststellen, dass ein Angestellter des Eiscafés gesucht wurde mit einem europäischen Haftbefehl der italienischen Strafverfolgungsbehörden, weil er Mitglied war einer kriminellen Vereinigung aus Italien, die sich dem Rauschgifthandel verschrieben hat. Das Eiscafé und das Wohnen in Siegen diente ihm getarnt als Unterschlupf. Zudem durften wir feststellen, dass dieser Angestellte tatsächlich auch ein heimlicher Investor war, der den Geschäftsbetrieb am Laufen gehalten hat und so unsere Ermittlungshypothese und die gesammelte Evidenz auch Gelder aus dem Betrieb vom Eiscafé herausgezogen hat und diese Gelder dann nach San Luca an die Familie zu überweisen. Das bedeutet, wir haben nunmehr, so unsere Ermittlungshypothese und Evidenz, zwei Investoren in einem Eiscafé, die sich dem internationalen Rauschgifthandel verschrieben haben. Auch hier weitere Evidenz, dass hinter dem Betrieb des Eiscafés ein kriminelles Netzwerk steht. Und wenn man sich durchaus intensiver mit dem Netzwerk beschäftigt, dann muss man wissen, was die Mitgliedschaft in der Drangheta eigentlich ausmacht. Der deutsche Rechtsstaat bestraft das Handeln und nicht die Herkunft einer Person. Das zeichnet den Rechtsstaat aus. Gleichwohl ist es so, dass die italienischen Urteile und Präjudizien bis zum höchsten Gericht in Italien immer wieder artikulieren, dass die Verwandtschaft in der Drangheta eine zentrale Rolle spielt. Und ich habe zu diesen Verwandtschaftsverhältnissen und den kriminogenen Faktoren dieser Verwandtschaftsverhältnisse schon entsprechend ausgeführt. Auch dieser Punkt war in den Fokus zu nehmen. Was haben wir zudem festgestellt? Wir konnten immer wieder sehen, dass es Besuche von Personen aus San Luca gegeben hat, die zum Beispiel Hilfeleistungen der Gewerbetreibenden in Anspruch genommen haben. Da ging es zum Beispiel um die Zulassung von hochwertigen Fahrzeugen mit Siegener Kennzeichen, die am Ende des Tages durch San Luca gefahren wurden. Komischerweise dabei waren Leute, die beim Zulassungsvorgang im Hintergrund geblieben sind, bewusst und gewollt, die nunmehr auch einmal mehr in Haft genommen worden sind durch italienische Strafverfolgungsbehörden, weil auch sie für den internationalen Rauschgifthandel verantwortlich gezeichnet haben. Wir haben festgestellt, und auch das ist typisch für einen strategischen Stützpunkt, dass dort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus San Luca während der Sommerzeit tätig waren. Diese Tätigkeit dient nicht nur dazu, diesen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, denn teilweise waren die Angestellten minderjährig. Das hat auch entsprechende Folgen gehabt, weil wir den administrativen Ansatz in diesem Punkt ausgeschärft haben. Dazu werde ich gleich kommen. Wenn man sich mit Aussteigern, wenn es überhaupt Aussteiger aus der Drangheta gibt, unterhält, es gibt wissenschaftliche Literatur, die sagt, einmal Drangheta-Mitglied, immer Drangheta-Mitglied. Aber wenn man sich mit Personen unterhält, die der Drangheta nahestanden, von sich selber sagen, dass sie Mitglied der Drangheta waren und im Kronzeugenprogramm sind, dann sagen die, es ist wichtig für die Drangheta, internationale Erfahrung zu sammeln. Ich erinnere mich an ein Zitat, was ich selber entgegengenommen habe. Das lautete so, wir müssen nicht nur Kalabrese sprechen, wir müssen Deutsch sprechen, Englisch sprechen, wir müssen Spanisch sprechen, wir müssen die Sprachen der Welt sprechen, um uns international zu vernetzen. Um das zu erreichen, so unsere Ermittlungshypothese und Evidenz, schicken Drangheta-nahe Familien ihre Angehörigen nach Deutschland für die Arbeitsaufnahme, damit diese hier internationale Erfahrung sammeln, die Sprache lernen, die Kultur lernen, um dann mit diesem Wissen für die Familien weiter strategisch eingesetzt zu werden. Und auch das konnten wir beobachten
ein Kommen und Gehen von Personen mit unregelmäßiger Arbeitsaufnahme, durchaus mit entsprechender Evidenz im Bereich der Wirtschaftskriminalität, deren Spur wir hier noch nachgehen. Insgesamt der Eindruck, der hier entstanden ist, auch eben gerade im Hinblick darauf, dass wir Investoren identifizieren konnten, die dem Rauschgifthandel nahestehen, dass dieses Eiscafé ein strategischer Stützpunkt der Drangheta hier in Nordrhein-Westfalen seit 2016 gewesen ist. Am Ende des Tages haben wir Beweismittel gesammelt, der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vorgelegt, und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat Haftbefehle gegen die Geschäftsführer, gegen die Gesellschafter und einen Angestellten des Eiscafés erwirkt. Und einen Angestellten dieses Eiscafés haben wir heute Morgen in San Luca mit einem europäischen Haftbefehl festnehmen lassen. Und die Straftat, die im Haftbefehl lautet, die da drin steht, es einen dringenden Tatverdacht besteht, dass diese Person Mitglied einer ausländischen kriminellen Vereinigung, namentlich der Drangheta, ist. Ein solches Beweisergebnis ist für uns kriminalistisch vom hohen Wert. Sie präjudiziert auf keinen Fall eine Verurteilung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber gleichwohl ist der dringende Tatverdacht gegeben. Das bedeutet, es liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Straftat in dem benannten Umfang begangen worden ist. Das Auslieferungsverfahren wird von der Seite der Justiz beschrieben. Was haben wir in der Kommission für weitere Schritte unternommen? Wir haben für uns den administrativen Ansatz ausgeschärft. Was bedeutet das? Wir kennen diesen Ansatz bereits aus der Bekämpfung von anderen Ermittlungs- und anderen Kriminalitätsphänomenen, zum Beispiel der Kriminalitätsphänomen der Outlaw Motorcycle Gangs. Und diesen Ansatz haben wir hier auch ausgeschärft. Und wir haben in den Kommunen Bedburg und Siegen Partner gefunden, in den Kommunen unsere Beweismittel vorgelegt. Teilweise hatten die Kommunen auch eigene Evidenz. Und es ist heute Morgen dazu gekommen, dass wir dem Betreiber des Eiscafés in Siegen, den wir in San Luca festgenommen haben, die Behördenverfügung der Stadt Siegen vorgelegt haben, dass die Gewerbeerlaubnis entzogen worden ist und die Gaststättenerlaubnis entzogen worden ist. Das heißt, das Eiscafé ist verwaltungsrechtlich geschlossen und der Geschäftsführer darf die nächsten 80 Jahre hier in Deutschland kein Eiscafé mehr betreiben, keine Schankwirtschaft betreiben, kumuliert mit dem Ausschank von Alkohol. Für uns strategisch ist das wichtig, weil diese Person nunmehr, folgend unserer Ermittlungshypothese, für die Drangheta als Person im wirtschaftlichen Kreislauf ausfällt. Diesen Ansatz werden wir auch in Zukunft durchaus weiter verfolgen. Und wir haben diesen Ansatz auch in Bedburg entsprechend verfolgt. Und auch hier haben wir ein Eiscafé durchsucht. Dieses Eiscafé gehörte einem italienischen Staatsangehörigen. Dieser italienische Staatsangehörige war vorher erster Geschäftsführer des Eiscafés in Siegen und hat sich dann von seinen entsprechenden Geschäftspartnern getrennt, weitere Wege unternommen und ist am Ende des Tages mit einer GmbH-Struktur in Siegen, in Bedburg, in dem Eiscafé gelandet. Wir haben es durchsucht, weil entsprechende Evidenz vorgelegen hat. Die Person ist nicht festgenommen worden, aber die Stadt Bedburg hat mangels Zuverlässigkeitsprüfung hier auch die Gewerbeerlaubnis und die Gaststättenerlaubnis entzogen. Das Eiscafé, ein beliebter Ort für die Kommune, ist nunmehr geschlossen. Dieses Verfahren und dieser Komplex macht es nochmal deutlich, welchen Verfolgungsimpetus die Strafverfolgungsbehörden hier in Nordrhein-Westfalen haben. Ich muss deutlich nochmal sagen, die Personen, die im Eiscafé hier unter dringendem Tatverdacht stehen, Mitglied der Drangheta zu sein, haben sich am internationalen Rauschgifthandel nicht beteiligt. Das tägliche Leben dieser Personen bestand daraus, Eiskugeln zu verkaufen, Waffen zu verkaufen, Espresso zu verkaufen. Das sind tägliche Handlungen des Lebens. Gleichwohl ist es uns gelungen, eine Beweiskette entsprechend nachzuzeichnen, dass dieses tägliche Handeln der Drangheta am Ende des Tages zugutekommt. Und an dieser Stelle muss ich sagen, das ist mir besonders wichtig, dieser Sachverhalt dient weder intellektuell noch ethisch-moralisch dazu, die Gastronomen hier in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland, die aus Italien kommen, zu stigmatisieren. Unsere italienischen Freunde leiden genauso und können genauso in der Zukunft unter den Fängen der organisierten Kriminalität leiden. Deswegen ist es wichtig für die Zivilgesellschaft und die Strafverfolgungsbehörden, dass es heute zu einem solchen Ergebnis gekommen ist. Ich betone, es gilt die Unschuldsvermutung, aber es gab richterlich angeordnete Haftentscheidungen in diesem Fall. Zur weiteren Entwicklung der Ermittlungen gegen die deutsche kriminelle Vereinigung führt jetzt Herrn Sterzel weiter aus.
Ja, danke und auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich willkommen hier zu unserer Pressekonferenz. Sie haben es gehört, Sie erinnern sich vielleicht noch an die beiden Damen, die in Italien mit einem Fahrzeug liegen geblieben sind. Ja, das war der Ausgangspunkt für den zweiten Ermittlungskomplex, den ich jetzt ein bisschen näher erläutern darf und letztlich auch der Ausgangspunkt für 3 Jahre andauernde Ermittlungen, die jetzt den dringenden Tatverdacht, den wir feststellen konnten, erbracht haben, insbesondere die Erkenntnisse aus Telekommunikationsüberwachung, aus Innenraumüberwachung, Observationen und zu guter Letzt einer Vielzahl von Informationen durch ausländische Strafverfolgungsbehörden. Ja, der zweite Komplex, oder den wir hier bearbeiten, lässt sich als deutsche kriminelle Vereinigung nach 129 StGB darstellen. Wir haben einen Hauptbeschuldigten, einen 62-jährigen Mann aus dem Raum Hattingen, der als Kopf eines gut durchorganisierten und konspirativ vorgehenden Netzwerkes agiert haben soll. Die zentrale Tätigkeit dieses Netzwerks oder dieser Tätergruppierung stellte der Handel mit Betäubungsmitteln, insbesondere die Durchführung von Schmuggelfahrten mit Kokain im zweistelligen Kilogrammbereich für europaweit agierende Tätergruppierungen dar. Unser Hauptbeschuldigter war im Netzwerk auch dafür verantwortlich, als einziger dauerhaft Kontakt zu den international agierenden Auftraggebern zu halten. Diese befanden sich nach unseren Erkenntnissen jedenfalls in den Niederlanden, in Belgien und zu guter Letzt natürlich in Italien, sodass hier Aufträge für die Ndrangheta und auch albanische Tätergruppierungen angenommen wurden. Diese Aufträge hat der Hauptbeschuldigte über kryptierte Kommunikationskanäle, insbesondere Kryptohandys, erhalten. Das Kokain, wie gesagt, im zweistelligen Kilobereich, hat die Tätergruppierung nach unseren Erkenntnissen aus den Niederlanden und aus Belgien, dort aus den Häfen bezogen. Und anschließend wurde das Kokain durch die jeweiligen Kuriere, die eingesetzt wurden, in speziellen Verstecken, in Fahrzeugen, die dort extra verbaut wurden, eingelassen. Zu den Fahrzeugen kommen wir später nochmal, da wird Herr Huth Ihnen ein solches Fahrzeug noch präsentieren. Zu diesem Zweck hat die kriminelle Vereinigung mehrere solcher Fahrzeuge vorrätig gehalten. Diese wurden umgebaut und mit einem gesonderten Versteck, einem hydraulischen Versteck, das mit bloßem Auge so nicht erkennbar ist, ausgestattet. Nach unseren Erkenntnissen haben diese Umbauarbeiten in Spanien stattgefunden, sodass durch unsere Tätergruppierung die erstmal geeignete Fahrzeuge gefunden werden mussten und anschließend dann nach Spanien verbracht wurden, um dort ein solches Versteck einzubauen, um es dann später für den Betäubungsmittelschmuggel zu verwenden. Wir haben im Rahmen der Ermittlungen insgesamt Fahrzeuge mit Verstecken und einem Fassungsvermögen zwischen 29 und 46 Kilogramm feststellen können. Diese Schmuggelfahrten wurden durch die Tätergruppierung vorab akribisch geplant. Sobald unser Hauptbeschuldigter einen entsprechenden Auftrag erhalten hat, hat er nach den Verfügbarkeiten mehrere Kuriere gefragt, die Mitglieder der kriminellen Vereinigung waren, zu denen er natürlich auch stetig Kontakt gehalten hat. Und von Deutschland aus wurden die Betäubungsmittel dann über die Schweiz und über Österreich nach Italien verbracht. Zum Ablauf der Fahrten konnten wir ein relativ klares Muster feststellen. Jede Fahrt wurde von genau 2 Kurieren durchgeführt, zusammengefahren sind und vorab eine Legende ausgearbeitet hatten, meistens die Legende einer Urlaubsreise, sodass man für den Fall einer Kontrolle durch Polizeikräfte eine plausible Erklärung für die Fahrt hatte. Und ja, um ein weiteres mögliches Entdeckungsrisiko zu minimieren, war vorab abgesprochen, dass für Hin- und Rückfahrt gesonderte Grenzübergänge in Österreich und der Schweiz gewählt werden. Die zu transportierenden Betäubungsmittel hat die Tätergruppierung vorab Spuren schon verpackt. Nach unserem Erkenntnisstand wurden die Betäubungsmittel mehrfach vakuumiert, damit sie auch durch Betäubungsmittelspürhunde nicht mehr wahrgenommen werden können und anschließend in den gesonderten Verstecken in den Fahrzeugen verstaut. Das Ganze konnten wir dann im Rahmen der Ermittlungen auch nochmal verifizieren. Ein weiteres Beispiel für die Professionalität der Tätergruppierung: Vor jeder dieser Kurierfahrten, die wir feststellen konnten, wurde das entsprechende Kurierfahrzeug durch sachverständige Kfz-Mechaniker auf polizeiliche Observationstechnik überprüft und untersucht. Und auch die Kommunikation mit den Auftraggebern verlief ständig über
kryptierte Kommunikationskanäle. Was wir auch feststellen konnten, war, dass die Kuriere pro Fahrt einen Lohn erhalten haben. Dieser dürfte sich bei mindestens 1250 Euro belaufen haben pro Fahrt, im Einzelfall sicherlich auch deutlich darüber. Pro transportierten Kilogramm Kokain konnten wir feststellen, dass die Gruppierung um den Hauptbeschuldigten mindestens 2500 Euro pro Kilogramm erhalten hat. Die Aufgabe des Hauptbeschuldigten in diesem kriminellen Netzwerk war, insbesondere über die Eingliederung von Personen in das Netzwerk zu entscheiden, die Aufträge zu verteilen, Kontakt zu den internationalen Auftraggebern zu halten, die Geldflüsse des Netzwerkes zu koordinieren, auch die Fahrzeuge zu koordinieren, die Fahrzeugpflege, also am Ende quasi die Kurierflotte aufrechtzuerhalten und letztlich natürlich den reibungslosen Ablauf der einzelnen Schmuggelfahrten zu gewährleisten, indem er die Kuriere fortlaufend telefonisch begleitet hat und bei planablaufenden Sachverhalten natürlich dann mit Rat und Tat zur Seite stand. Insgesamt können wir dem Netzwerk derzeit 17 Beschuldigte zurechnen, von denen heute 11 mit Haftbefehlen festgenommen wurden. Alleine für den Zeitraum Februar 2018 bis August 2020 konnten wir insgesamt 57 Fahrten feststellen, insbesondere in den Mailänder Raum. Bei 56 dieser Fahrten gehen wir von einer transportierten Mindestmenge von 15 Kilogramm Kokain aus. Bei einer weiteren Fahrt konnten wir 29 Kilogramm Kokain feststellen. Das macht insgesamt für diesen Zeitraum ein Volumen von 869 Kilogramm Kokain aus. Das Netzwerk unterhielt auch beste Kontakte ins Ausland. Sie haben es schon gehört, Belgien, die Niederlande, dort wurden die Betäubungsmittel in den Häfen bezogen, die nach Italien. Wir haben aber auch Verbindungen bis nach Italien, nach Spanien und nach Schweden feststellen können. Weiterhin konnten wir feststellen, dass der Hauptbeschuldigte in den Jahren 2008, 2009, also schon eine ganze Weile zurück, bereits selbst als Kurier Kokain nach Italien transportiert hat. Und für diesen Zeitraum 2008, 2009 können wir insgesamt mindestens 100 Fahrten feststellen, bei denen jeweils mindestens 10 Kilogramm Kokain transportiert wurden. Das heißt, wir haben hier nochmal ein weiteres Volumen von einer Tonne Kokain, die durch den Hauptbeschuldigten transportiert wurden. Ansonsten. Meine Damen und Herren, das wollten wir Ihnen zeigen. Das war das Landeskriminalamt in Düsseldorf live gemeinsam mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Es ging um eine große Aktion unter dem Namen Operation Eureka in 8 europäischen Staaten. Hausdurchsuchungen, auch einige Festnahmen und ein Schlag gegen die italienische Mafia. Deswegen bedarf es dazu noch ein bisschen der Analyse. Und ich freue mich, dass wir hierzu verbunden sind mit dem deutsch-italienischen Journalisten, mit Sandro Mattioli, auch Buchautor, den wir in Rom erreichen. Erstmal testen, ob die Leitung gut ist nach Rom. Grüße Sie, Herr Mattioli. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Hervorragend, also fast besser als Bonn-Beuel. Ja. Super. Herr Mattioli, wir müssen erstmal anfangen mit dem sozusagen grundsätzlichen Phänomen und vor dem wir hier stehen, nämlich der Nachhaltigkeit und Langlebigkeit des Prinzips Mafia. Warum ist das so? Es ist ein jahrzehntelanges Problem, vor dem Ermittler und Behörden stehen. Das ist richtig. Es hat natürlich damit zu tun, dass die 'Ndrangheta, um die es hier ja geht, also die Mafia aus Kalabrien, sich immer wieder neu erfindet in gewisser Art und Weise, also neue Strukturen entwickelt, neue Vorgehensweisen und auch relativ intelligent agiert. Es hat natürlich auch mit der familiären Bindung zu tun. Und es hat auch mit cleveren, wenn man so sagen mag, es fällt mir etwas schwer, aber mit cleveren Entscheidungen zu tun, die die Organisation getroffen hat, beispielsweise Ende der 60er Jahre schon auf internationale Expansion zu setzen und auch in legale Wirtschaftsbereiche eindringen zu wollen. Das alles führt dazu, dass die 'Ndrangheta leider eine relativ erfolgreiche Organisation ist. Und das führt auch dazu, dass sie sich immer wieder an Gegebenheiten in anderen Territorien, wo sie aktiv ist, anpasst. Also in Deutschland agiert sie anders, als das in Kalabrien der Fall ist. Und insofern ist es relativ schwierig, leider sie zu bekämpfen. Ja, Herr Mattioli, wir müssen das noch mal ein bisschen genauer beleuchten, während wir im Hintergrund schon wissen, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin den Petersberger Klimadialog erreicht hat. Aber bis zu seiner Rede wird es noch einen Augenblick dauern. Und das nutzen wir beide jetzt miteinander. Wir haben ja diese Situation, Sie haben es formuliert, dass man geschickt investiert hat, auch in legale Wirtschaftsbereiche. Welche Summen werden dort bewegt? Sie haben mit Sicherheit einen sehr viel besseren Überblick als wir.
Leider nein, eigentlich. Also es gibt natürlich Studien, die das Einkommen oder den Umsatz der Ndrangheta schätzen, und es sind immer Dutzende Milliarden. Die Zahlen gehen hoch bis zu 130 Milliarden Jahresumsatz, die die Organisation insgesamt macht. Viel von diesem Geld aber in Deutschland landet, ist leider nicht, überhaupt keine Ermittlung gibt. Es ist Blackbox, die Vermögensgeschäfte der Ndrangheta. Es wird noch spannend werden, weil bei dieser Operation ist angekündigt worden, dass man eben auch einiges über Finanzflüsse herausfinden konnte, gerade was das Einkommen, was mit Drogen erzielt worden ist, anbelangt. Aber noch ist es zu früh, hier viel zu sagen. Nur eines ist sicher, die Geldmengen, die nach Deutschland kommen und die hier gewaschen werden, werden mit Sicherheit nicht nur in ein paar Restaurants gewaschen, die dann ein paar Pizzen oder sowas pro Tag mehr aufschreiben, sondern ich denke, wenn man hier genau hinschauen würde, käme man auf massive Investments in ganz unterschiedlichen Bereichen. Nur die Erfahrung, was jetzt die Investments durch russische Oligarchen anbelangt, die man nicht nachspüren konnte, hat gezeigt, dass die Strukturen dafür bisher leider nicht existieren und hoffentlich bald geschaffen werden. Ja, eine schöne stille Firmenbeteiligung oder eine Immobilie sind ja auch durchaus interessante Objekte, denen man sich zuwenden kann und wahrscheinlich auch wird. Weil Sie das durchaus angesprochen haben, man hat strategisch richtige Entscheidungen getroffen, man hat auch auf neue Medien und auf neue Kommunikationsformen gesetzt, also von Krypto war gerade die Rede, aber mit Sicherheit auch, was das Finanzielle angeht, also Bitcoin und so weiter als Währung. Was weiß man dazu, warum ist man da so gut aufgestellt? Es wird immer wieder gesagt, dass die Ndrangheta die besten Berater hätte. Wenn man dann probiert, ins Detail zu gehen, wird das nicht so deutlich. Was Geldwäsche anbelangt, sind da einige Operationen beleuchtet worden, wo tatsächlich Milliardenwerte bewegt worden sind. Also da ist die Organisation tatsächlich gut aufgestellt und agiert global mit unterschiedlichen Maßnahmen, mit unterschiedlichen Konstruktionen, Investmentfonds und so weiter und so fort. Also da geht es mit Sicherheit auch nicht um einzelne Immobilien. Aber eine systematische Darstellung, wie die Ndrangheta in Deutschland Geld wäscht, gibt es. Ja, ich hoffe, unsere Tonleitung kommt hier gleich noch mal zurück. Ich hatte das so gelobt, aber das wird sicher gleich noch mal. Sie kommen zurück zu einer letzten Einschätzung. Herr Mattioli, ich hoffe, dass das klappt. Wir sind Optimisten heute. Ja, es ist schließlich Mittwoch und 3. Mai und Tag der Pressefreiheit. Also das muss. Herr Mattioli, wenn man am Ende des Tages das noch mal betrachtet, Sie haben gerade gesagt, es gab auch einige Festnahmen. Belgische Staatsanwaltschaft hat gesagt, insgesamt 13 Festnahmen, wenn ich es nicht falsch gelesen habe. Also wenn uns das so weit bringt. Und Sie sagen auch im Grunde genommen, es ist eine verschworene Familie. Ich höre gerade, wir haben keinen Ton mehr. Super schade. Wir reichen das nach, was die Antwort gewesen wäre. Denn die Frage ist, wer spricht, wenn jemand von der Familie verhaftet wird? Das war Sandro Mattioli, italienischer, deutscher Journalist und Buchexperte. Ein Mann, der sich sehr eingehend mit der Mafia beschäftigt.